Und wirklich ist es einfach das Allerschönste, Ja. wenn du an dir dranbleiben willst und wenn du auch vielleicht sagst, okay, ich will einfach mal starten. Ich will jetzt starten und dann begebe ich mich auf die Reise zu mir. Ich lerne mich kennen und sehe, wie groß ich bin und was für eine Kraft und Macht ich hier auf dieser Erde habe, obwohl ich bis jetzt mich eher noch ein bisschen klein in diesem Körper gefühlt habe. Das ist einfach, wirklich, es ist auch unser Format und allgemein das Loa Hoku und das Spiel des Lebens. Nichts im Außen bestätigt uns, dass das richtig ist. Nur alles in uns im Innen weiß es und schwingt es. Und das ist so schön und so nährend, das ist einfach wundervoll. Es ist Zeit, dass du dich wieder für deine eigene Wahrheit öffnest, dass du deine eigene Weisheit lebst. Es gibt keine Weisheit außerhalb von dir. Es gibt auch nichts, was schlauer ist, größer oder feiner als du. Du bist alles, was ist. Du bist unfassbar groß. Du hast eine Weite, die das gesamte Universum beinhaltet. Und die Frage ist, wann möchtest du die leben? Es ist jetzt alles bereit dafür. Und wenn du mit uns in die Meisterschule gehst, wirst du spüren, wie verrückt es ist mit diesen Frequenzen. Ich bin selber jedes Mal wieder, ich möchte mal sagen, überrascht, weil der Verstand versteht es nicht. Doch es ist so, wenn du mit uns in der Meisterschule in der Gruppe bist, dann fühlst du dich den ganzen Tag, als ob alles, was da einfließt, nur für dich ist und nur für dich. Und da stellt jemand eine Frage und du wunderst dich, wow, das ist eine Frage, ich wusste vorher gar nicht, dass ich sie hatte und jetzt ist sie gelöst und ich fühle mich so viel freier. Und darum geht's. Und das ist natürlich was, was nicht über Wissen funktioniert, sondern nur über Weisheit, weil unsere Weisheit sozusagen deine Weisheit anpingt und unser Meisterkristall deinen anpingt. So tiefe Essenz, so ein tiefes Menschsein, das über die Meisterschule möglich ist, ist nur deshalb möglich, weil wir nicht auf der Wissensebene wirken, sondern einfach nur auf der Ebene von deinem Körper, von deinen Zellen, auf der Ebene von deinen Sinneswahrnehmungen, auf der Ebene von deinen Frequenzen, deines Meisterkristalls, deines kristallinen Gitternetzes. Und du spürst, wenn du dich da jetzt reinfallen lässt, das ist alles, was möglich ist. Und jeden Tag ist natürlich mehr möglich und wir nehmen all die neuen Möglichkeiten immer mit für dich. Es ist wirklich unfassbar. Und es ist ein bisschen so, es gibt ganz viele Menschen, die sind ganz begeistert, wenn es um so mystische Dinge geht oder diese besonderen Zeiten in Ägypten, Atlantis, um dieses geheime Wissen. Mhm. Und diese Begeisterung, die da dahinter steckt, die kannst du um das weitaus Tiefere erfahren, weil das ist wie, wenn du den Schatz des Lebens erfährst, weil das, dein System erinnert sich auf einmal wieder dran, wie Leben schwingt, wie die Dinge miteinander schwingen und wie die Weisheit eigentlich herkommt. Und du wirst dann auch merken, wow, also die Sachen, die wir reingelegt haben in diese mystischen Dinge, die keiner verstehen kann und die so schwer sind, das ist einfach nur wie der Karotte hinterherlaufen, die du niemals erreichen wirst. Und das ist so ein schönes Gefühl, wenn du auf einmal merkst, wow, ja, das ist das Leben und ich bin das Leben und ich bin so groß, dass ich es einfach sozusagen in mir weiß, dass ich es verstehe und dass ich es auch für mich nutzen kann. In dir ist alles. All die alte und all die bisher noch nicht zugängliche Weisheit. Es ist alles in dir. Und du darfst immer wieder den einen und den anderen und wieder einen Schlüssel finden, um tiefer und tiefer in deine Weisheit zu tauchen. Und natürlich kann es dann auch passieren, dass du über Nacht vollständig verjüngst, dass du über Nacht Dinge weißt, von denen du gar nicht glaubtest, dass du sie wissen kannst, dass du irgendwo stehst und hast keine Ahnung, wie das geht und plötzlich fällt dir da was ein. Und das ist wundervoll, das ist ein ganz anderes Leben als das, was viele Menschen heute führen.
Und dazu laden wir dich ein, weil es einfach für uns so eine Gnade und so ein Segen ist. Ja, das ist es. Also komm, wirklich, trau dich, mach den ersten Schritt. Ja. Der ist gar nicht so schlimm, wie du ihn vielleicht sogar auch gar nicht gedacht hast. Es ist ein Fest, es ist wirklich einfach ein Fest. Und wir freuen uns sehr auf dich. Danke für dich. Und nimm ruhig auch deine Kinder mit. Auch wenn sie schon halb erwachsen sind. So, gerade die jungen Menschen, wenn du vielleicht selber ein junger Mensch bist, steig ein. Wir sehen das, dass du unfassbar weise bist. Und es braucht eine Lebensweisheit auch, die du in dir finden darfst. Die findest du nicht im Außen, die findest du nur in dir. Und jetzt ist einfach Zeit, dass du dich entdeckst, dass du jetzt schon aufstehst und sagst, der ganze Krusch, den ich da im Außen sehe, der interessiert mich nicht mehr. Ich mache mich jetzt auf für mein Leben. Das ist ganz wunderschön, denn je früher du unabhängig und frei bist und so, tiefer kannst du es einfach leben. Ja. Ja. So ist das. Ja. So ist das. Das Leben ist schön. Und du kannst es dir schön machen. Wirklich. Ja. Es liegt einfach bei dir. Und warum nicht? Wirklich, warum solltest du dir es schwer und unschön machen, wenn es auch schön geht? Ja. Wir sehen uns. Danke. Hab eine ganz, ganz wundervolle Woche.